des Eurovision Song Contest 2004. Freuen Sie sich auf eine Woche gespickt mit Highlights und türkischen Superstars rund um die Metropole am Bosporus. Und hier ist die Grand Prix Hitmaschine aus Köln-Sülz, Stefan Raab. Öncelikle dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan İstanbul'da Türk-Alman işbirliğiyle yapılan TV Total'e hoş geldiniz. Şu anda bizi Almanya'dan izleyen Türk dostlarımız büyük bir ihtimalle neler söylediğimizi anlıyorlar ama Almanca da bunları tekrarlayacağız çünkü Alman dostlarımız da var aramızda. Onun için öncelikle Guten Abend. Guten Abend. Hoş geldiniz. Unterlicht. Willkommen zu Istanbul Total. Und ist ich Gastgeber Stefan Raab! Ja, herzlich willkommen, Bayern! Herzlich willkommen bei Tschüss aus dem Teil! Schönen guten Abend! Danke! Danke schön! Ja! Das ist Beyaz. Der eine oder andere wird ihn kennen. In Deutschland wahrscheinlich weniger als hier. Hier kennt ihn fast jeder, denn er ist der absolute Superstar im türkischen Fernsehen. Ich war dort zu Gast in seiner Show zusammen mit Max letzten Freitag. Yes. Yes. Und ja, und daraus werden wir auch einiges zeigen heute Abend hier bei uns in der Sendung. Und er wird gleich nochmal bei uns sein. Und dann werden wir darüber reden, wie Fernsehen in der Türkei gemacht wird. Vielen Dank soweit. Beyaz, bis gleich. Yes. Ja, wirklich. Sehr interessant war das. Letzten Freitag waren wir dort in der Sendung. Die Sendung hat erst um 12:45 nachts angefangen. Aber am nächsten Tag kannte uns hier jeder. Egal, wo wir hingegangen sind, haben sie gesagt, hier! Ja? Ich weiß nicht, warum die Leute gelacht haben, aber man hat sich in der Sendung, glaube ich, auch ein bisschen über uns lustig gemacht. Ja, ich zeige Ihnen nochmal hier unser fantastisches Studio. Hier direkt an der Ecke vom Bosporus zum Goldenen Horn in Istanbul. Wenn ich hier mal rausgehe auf unserem Balkon, wenn Sie uns gestern zugeschaut haben, dann haben Sie ja schon einiges gesehen. Hier können Sie einen Großteil der Altstadt sehen, einige Moscheen. Dort drüben ist die Hagia Sophia, eine der ältesten Moscheen, war früher mal eine Kirche, ist dann umgewandelt worden. Und dort drüben, wenn Sie über den Bosporus rüberschauen, da ist schon Asien. Da spiegelt sich gerade wunderschön die Sonne da drüben. Und da hinten ist die Bosporusbrücke. Ja, möchte fast sagen, ich begrüße Sie herzlich zu TV Total aus Istanbul. Hier, wo sich Orient und Okzident die Klinke in die Hand geben. Ja, um es mal ein bisschen schwülstig auszudrücken. Ja, hier hört man auch öfter mal, weil da drüben ist ja Asien, hier hört man auch öfter mal den Spruch, den man früher vor der Wende in Deutschland gehört hat. Ja? Nämlich, wenn es dir nicht passt, dann geh doch rüber. Ja? Hört man hier öfter. Ja? Also, man sollte schon sehen, dass man hier nicht zu sehr auf die Kacke haut. Da drüben nochmal für Sie, das ist der Topkapi-Palast. Das ist, von wo kann man es am besten sehen? Kann man es sehen schon? Ja, genau. Das ist der Topkapi-Palast. Das ist der Palast des Sultans. Dort hat er gewohnt. Und da sehen Sie auch gleich bei uns in der Sendung ein bisschen was von. Denn wir waren dort und ich habe mir speziell mal das Harem zeigen lassen, des Sultans. Ja? Der Sultan hatte ja ein ähnliches Motto wie die vier Musketiere. Ja? Nämlich einer auf allen, alle auf einem. Ja? Und ja, das ist wirklich eine sehr interessante Führung, die Sie da gleich hier sehen werden. Und ja, wir sind ja hier eigentlich nur, weil Max es geschafft hat,
zur Grand Prix Endausscheidung zu kommen. Und vorgestern Abend, was richtig vorgestern Abend war das, vorgestern Abend war ein großer Empfang in dem Sommerpalast des Sultans, der etwas weiter in Richtung Bosporusbrücke liegt, direkt am Wasser. Und dort war ein Empfang des türkischen Ministers für Kultur und Tourismus. Und dort waren alle Teilnehmer geladen. Die ganze Istanbuler Gesellschaft gab umsonst zu essen, zu trinken. Und wir haben einmal geschaut, wie die Konkurrenz denn so aussieht beim Grand Prix. Denn alle Länder waren natürlich dort vertreten bei diesem Empfang. Und hier ist unser kleiner Bericht von dort. Sommerresidenz des Sultans. Hierher hatte der türkische Kultusminister alle Song Contest Teilnehmer zum Empfang geladen. Da war auch der Chef beeindruckt. Ja, das ist, ich bin hier sehr beeindruckt. Das ist die Sommerresidenz des Sultans gewesen, direkt hier am Bosporus. Der, schau mal, das Gelände alles klar. Siragan Palast, oder wie der Türke sagt, Siragan Palast. Hallo? Thank you very much. So. Wow, eine fantastische Band, die hammermäßig spielte, obwohl sie noch ganz grün vor den Ohren war. Ja, da war sogar Ralf Siegel ganz schön aus dem Häuschen. Für zwei wurde nach Jahren endlich ein Traum wahr. Hello Germany! 1, 2, 3. Ganz schön harte Konkurrenz. Wer kann sogar bis 3 zählen? Wer ist sonst noch im Rennen? Könnte knapp werden für Max. Wenn du schläfst, dann träum ich mit dir mit. Entschuldigung, dafür wollt ihr 12 Punkte haben? Ja. Moment, für dich haben wir doch auch was. Da. Ich bin mir schon einig geworden. Möchte sonst noch jemand singen? Die Holländer kriegen natürlich ihre Standardwertung. Netherland 12 Joints. With my world stop turning in the morning. And if God should take this all away. My name is Sakis Rouvas, I'm from Greece. The title of the song is Shake It. We're having a great time here. Genau, eine wunderbare Nacht. Und am Ende waren alle so besoffen, dass man sogar eine abkriegte, wenn man nur bis 3 zählen konnte. Ja, unsere Konkurrenz beim Grand Prix, beim Eurovision Song Contest nächsten Samstag. Morgen Abend ist ja schon das Halbfinale. Da treten schon 22 Länder gegeneinander an. 10 davon treten dann am Samstag im Finale an. Und die anderen sind gesetzt, unter anderem auch Deutschland. Das heißt, wir sind also gesetzt, wir müssen nicht morgen erst ins Halbfinale. Wir machen jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung. Und nach der Werbung sehen Sie bei uns das. Und zwar war ich mit Elton im Sultanspalast, im Topkapi-Palast. Und wir haben das Harem besichtigt. Dann schauen wir mal, wir haben Elton hier auf einer Brücke postiert, ob wir den finden. Der soll nämlich was angeln. Und dann sehen Sie, wie ich mit Max zusammen in der Beyaz Show, einer der kultigsten türkischen Fernsehshows, war. Und das alles sehen Sie nach der Werbung. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Total.
hier aus Istanbul. Hier aus Istanbul und ja, wir haben hier volles Studio. Unsere Karten hier sind so begehrt, können Sie sich gar nicht vorstellen. Die Schlange vor dem Studio hier in der Türkei, die ist so lang, ja, dass die Türken eigentlich schon wieder vor Wien stehen. Ja. Ja, also wenn Sie noch welche haben wollen, hier alles ausverkauft, brauchen Sie gar nicht mehr kommen. Ja. Jetzt haben wir, Sie wissen, Sie sehen ja, wir sind hier direkt am Meer. Vielleicht können wir noch mal kurz hier rausgehen, seid ihr flexibel? Hier unten, direkt vor unserer Tür, kriegt ihr das hin? Vor unserem Fenster steht ein Feuerwehrschiff. Ja? Das schaukelt im Moment noch hier so ein bisschen rum. Und oben sieht man die zwei Riesenspritzen drauf. Ja? Und ich habe heute Mittag die Idee gehabt, lass uns den Mann doch mal fragen, ob er für uns die Spritzen anmachen kann. Ja? Aber heute hat er keine Zeit. Morgen, hat er gesagt, morgen ginge. Ja. Zuerst hat er gesagt, oh, is problem. Und da habe ich gesagt, 10 Millionen türkische Lira. Maybe. Ja? So, jetzt schauen wir mal, welche Kamera muss ich nehmen? Diese hier. Wir haben nämlich hier einen tollen Blick rüber in die Altstadt. So, fahr die Kamera mal hier vor. Wir haben einen tollen Blick rüber in die Altstadt. Und da befindet sich die Galata-Brücke, die über das Goldene Horn einen Meeresarm führt, der sich in die Altstadt hinein erstreckt. Und auf dieser Galata-Brücke stehen Hunderte von Anglern und holen einen Fisch nach dem anderen raus. Und da habe ich mir gedacht, was die können, das kann Elton auch. Ja, und dann habe ich Elton da postiert. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt. Das ist sehr weit. Wir haben eine Kamera mit einem riesen Zoom. Ich zoome jetzt mal langsam ran. Passen wir auf. So, jetzt kann man schon sehen, da hinten ist die Brücke, da sieht man schon ein Auto, das fährt. So, das ist die Galata-Brücke. Ah, da, sehen Sie? Da ist Elton. Ja. Hallo. Hallo Elton. Elton, kannst du mich... Hörst du mich, Elton? Ja, ich höre dich gut. Ja, ich sehe da, du stehst da neben türkischen Profi-Anglern. Ja. Du hast dir auch ein bisschen Equipment besorgt. Ja, ich bin guter Dinge. Ja. Kannst du Elton mal abschwenken, was Elton so anhat? Ja, Fischausrüstung halt, ja. Also Anglerausrüstung. Ja. Du fällst ein bisschen auf da, oder? Ja, die sind ja alle mit Anzügen, guck mal hier. Die haben sich schick gemacht zum Angeln. Ja. Ja, ich glaube, das nennt man After-Work-Fishing. Ja? After-Work-Fishing. Also, hast du schon was gefangen heute? Nee, noch nicht. Aber hier, der Kollege hat gerade einen. Wo? Hier. Zeig mal. Ja, Moment. Da. Super. Kannst du mal fragen, was das für ein Fisch ist? Ja, natürlich. Aber der versteht mich auch nicht. Sehr witzig. Ja. Was für ein Fisch ist das? Ja. Ja. Fisch. Frag mal, ob du mal beißen Fisch. Darfst. Was? Frag mal, ob du mal beißen darfst. Ich soll fragen, was? Ich verstehe nicht. Ob du mal beißen darfst. Ich? Ja. Darf ich mal beißen? Beißen? Beißen. Ja, beißen. Ja. Das ist doch richtig. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, was den Köder angeht. Ja. Weil die haben hier nur so kleine Fäden irgendwie dran. Ich habe in meinem Koffer Döner und Börekram. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Frag den Typen nebenan, der hat doch gerade einen gefangen. Frag doch mal, ob er dir hilft. Er hilft mir gleich und wir gucken mal nachher noch mal, ob ich was gefangen habe. Ja, alles klar. Du hast ja so ein Holzbrett, da kannst du die Angel drauf legen. Ja. Und ich sag dir gleich noch das Zeichen, was du machen musst, wenn du was gefangen hast, damit wir das wissen, ja? Ja. Okay, erstmal vielen Dank bis hier in Elton, meine Damen und Herren. Auf der Galata-Brücke. Und Achtung, wow. Noch mal, Moment. Pass mal auf, ich zieh jetzt auf. Kannst du noch mal die Kamera hier schneiden? So, da sieht man Elton. Jetzt ziehe ich brutal auf. Pass mal auf. Sind wir wieder bei uns im Studio. Super, oder? So, meine Damen und Herren, ich schau mal, ob Elton was fängt. Und dann melden wir uns noch mal direkt von der Galata-Brücke. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt eine Frau zu uns, die mit dafür gesorgt hat, dass wir hier so hervorragend betreut werden. Denn sie ist Geschäftsführerin eines der größten türkischen Reiseunternehmen. Und die haben uns sehr unterstützt bei unserem großen Unterfangen. Wir sind mit über 100 Leuten hier, mit dem ganzen Team und der Band. Deswegen begrüßen Sie recht herzlich Nina Oeger. Ja.
Ja, Sie sind sozusagen Geschäftsführerin eines der größten türkischen Reiseunternehmen überhaupt. Ist mhm. sogar das fünftgrößte deutsche Reiseunternehmen, oder? Fünftgrößte deutsche Reiseunternehmen. Und Spezialist für Türkei-Reisen. In Europa. In Europa. Ögertours. Und wir haben ja auch schon in einigen Beiträgen gesehen, dass hier die Reiseführer haben sich ja schwer ins Zeug gelegt. Wir nennen sie nur noch die Reiseführer, die wir von Ihnen haben, nehmen wir nur noch Ögi. Ja, ja. Nein. Ich habe Ihnen ein kleines T-Shirt mitgebracht, weil wir Türken ja sehr gastfreundlich sind. Ja. Taksim ist der große Platz in Istanbul. Aha. Sie sind jetzt der Taksim-Trendsetter. Oh, danke schön. Taksim-Trendsetter. Ja, ich habe noch ein zweites Geschenk, und zwar einen schönen Gruß von Erkan Mumcu, von dem Tourismus- und Kulturminister des Landes. Den habe ich getroffen übrigens. Den haben Sie getroffen. Vor zwei Tagen. Die Urkunde für Sie ist auf dem Weg. Ich habe mir das nur schnell notiert, was er Ihnen aufgeschrieben hat. Er dankt Ihnen recht herzlich für erfolgreiches Engagement für den Tourismus der Türkei. Und verbunden mit dem Wunsch für weitere Erfolge bei Ihrer Arbeit. Ich gebe Ihnen das jetzt nicht so, ich gebe Ihnen nachher das Original hoffentlich. Oh, vielen Dank. Da freue ich mich sehr. Der Kulturminister und der Tourismusminister. Ich danke schön zurück. Tesche Kürler, Herr Minister. Ja? Vielen Dank dafür. Sie sprechen ja fantastisch Deutsch. Sie sind aber Türkin eigentlich, oder? Nee, ich bin Deutsche und Türkin. Ach so, aber Ihr Vater ist Türke. Ich lebe in Hamburg, mein Vater ist Türke. Ja. Meine Mutter ist Deutsche. Ah, okay. Sie leben in Hamburg? Ich lebe in Hamburg und in Istanbul und in Antalya. Ach, das ist aber ein feines Leben, oder? Ja, Ihnen geht's wohl ganz gut. Mir geht es sehr, sehr gut. Ja, das freut mich. Sehr, sehr gut. Also, und wir haben jetzt ja hier, wir sind mit unserem ganzen Team hier angereist. Und ist Istanbul noch so touristisch, noch nicht so hip wie die anderen türkischen Orte? Weil die meisten Leute fahren ja wahrscheinlich zum Baden erstmal hierher, oder? Die meisten fahren zum Baden her und die, die nach Istanbul fahren, fahren hierher, um sich die Kultur anzugucken und alle Reichtümer anzugucken. Wahrscheinlich viele auch, um einkaufen zu gehen. Und seit neuestem, um das hervorragende Nachtleben hier zu genießen. Ja. Die meisten erleben dann auch einen Aha-Effekt, weil sie sich das nicht so vorgestellt haben, wie das alles ist. Also ich muss wirklich, ich kann wirklich nur jedem sagen, Istanbul ist wirklich eine fantastische Stadt, gehört zu meinen Top 5 Städten, die ich jemals erlebt habe. Ist ein bisschen Sydney, ist ein bisschen Paris. Aber Sie haben sich zumindest nicht das vorgestellt. Und ist auch ein bisschen Köln-Mühlheim. Ich weiß nicht, ob Sie Köln-Mühlheim kennen, aber das vielen findet Dank, man hier Dank. Auch. Sehr nett, sehr nett. Als Hamburger höre ich das ungern. Aber oh ja, es ist auch ein bisschen ja Hamburg. Sehr streng in Hamburg. Man ja? sagt ja auch, Istanbul ist das Hamburg des Südens. Na klar, ja, sicherlich, ganz toll. Ja, so wie ja, das stimmt. Ja, wir zeigen mal einen kleinen. Wir zeigen jetzt mal einen kleinen Einspieler, den wir hier gedreht haben, und zwar in dem Sultanspalast, dem Topkapi-Palast. Und dort war ich zusammen mit Elton unterwegs und habe mir mal von einem ihrer hervorragenden Führer, dem Ögi, erklären lassen, was es da alles so zu sehen gibt und was der Sultan so getrieben hat, wenn er Langeweile hatte. Bitte schön. Jetzt befinden wir uns hier am Eingang des Topkapi-Palastes. Topkapi-Palast, richtig. Richtig, oder? Da hat wer gewohnt? Die Sultane, das war Residenz über 300 Jahre lang. Vom Sultan? Vom Sultan. Ah. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. Der Sultan hat Durst. Der Sultan hat Durst. Es sind drei Höfe hier. Um diese Höfe herum sind die einzelnen Gebäude entstanden. Ja. Das ist also ein größerer Hof. Es gibt hier zum Beispiel links vorne Gerechtigkeitsturm, Divan, das ist ehemalige Parlament gewesen. Ja. Oder Harem. Harem, da muss ich mal hin. Wo? Beschneidungssaal. Das ist ja da vorne. Es gibt einen Beschneidungssaal? Beschneidungssaal gibt es auch so ein extra, außer von Harem aber. Da machen die heute auch noch für eine kleine Mark für die Touristen. Keine Demonstration, nein, okay. Keine Vorführung. Okay. Gut, und aber zum Harem. Ich möchte gerne zum Harem. Vom Hof zum Hof kann man hier hintereinander. Harem. Harem. Hallo. Oh, Harem ist so. Achso, okay. Harem. Verstehst okay, du mich? Gut. Okay. Elton, ja? Du musst mal gerade ein Foto machen von mir, bitte. Ja. Da haben wir jetzt die Chicks vom Sultan haben da drin gewohnt oder was? Ja. Und wenn der Sultan Bock hatte? Ja, also mal also war einen zu verlöten, dann ist er irgendwie hier hin spaziert oder wie. Um es jetzt mal locker auszudrücken. Ja. Ah. Ach, guck mal, da ist er schon. Hallo. Hat auch schlechten Geschmack. Der Sultan hat merkwürdigen Geschmack, das muss man sagen. Hätte sich mal ein bisschen schick machen können für einen Sultan. Kommt hier einfach ein Polunder da raus. Verstehe ich, dann kann ich verstehen, dass der Sultan da nicht drauf abfährt.
Was war jetzt hier in diesem gekachelten Zimmer? Also hier ist ja alles gekachelt. Ja, ich kann es mir schon ein bisschen vorstellen, was hier war. Es ist also so eine osmanische Kunst und Ornamentik, so stilisierte Blumenmuster. Man auch damit, damit man besser abwaschen kann. Auch, ja, ne? Genau, das auch teilweise. Das ist ja Sultans Raum. Hier hat man zum Beispiel gegessen. Manchmal hat der Sultan was offeriert. Ja, da weiß ich ja, dass der Sultan essen muss. Ich will wissen, wo der Sultan voll Schreck hat. Da gehen wir jetzt gleich in. Warte mal ab. Wir sind aus Holland. Geschenkt. Ja, natürlich geschenkt. Selbstverständlich. Wie die Säulen in der Hagia Sophia. Aus Holland geschenkt. In Holland vom Laster gefallen, die Kacheln, oder? Hier, das sind die Räumlichkeiten gewesen, wo er schöne Nächte verbracht hat. Ah, der Sultan sich hier schön ans Fenster gelegt irgendwie? Ja, ans Fenster, genau, so ein Kamin und da ist auch so ein Brunnen. Und hat der Haringsdame gesagt irgendwie, so, jetzt, was war der beste Anmachspruch von Sultan, weiß man das? Oh, das weiß man, das ist geheim. Strenge Sache gewesen und darüber gibt es kaum Informationen. Man kann ja bloß fantasieren. Mach hin, ja, wahrscheinlich. Mach hin, Alte. Ich bin der Sultan. Du brauchst nicht getroffen, der Job für mich. Essen und Pimpern im Prinzip. Das ist das, was der Sultan gemacht hat, oder? Hat er. Sondern? Die haben auch natürlich Politik gemacht und auch ganze. Und billig ganze holländische Kacheln irgendwie vom Lastwagen besorgt. Es gab ja schon. Natürlich Beziehungen zwischen Osmanischem Reich und europäischen Ländern. Man hat ja sich gegenseitig natürlich Geschenke geschickt. Mhm. Das war ja so üblich damals. Ja. Hat auch mal gesagt, pass mal auf, Freunde, ich komme mal nach Wien. Ich bringe ein paar Leute mit. Eigentlich, wir wollten Hat er aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Wir wollten bei eigentlich. Bei Wien war nämlich Schluss. Ja, aber Wien, das steht ja falsch in vielen Büchern. Wir wollten Kaffee bekannt machen. Ja, das war also so ein Kaffeemarsch im Grunde genommen. Ich komme mal vorbei, bringe 50.000 Soldaten mit und mache euch mal einen Kaffee bekannt. Aber wenn der Sultan nach Wien gekommen wäre mit der Mütze und dem T-Shirt, dann hätte das wahrscheinlich einfacher gehabt. Ja, natürlich damals Alibaba 40 Räuber, also so, um sich vor diesen Räubern zu schützen. Ja, brauchst du gar nicht rauszureden, der Hand hat ganz dumm verkaufen kann ich mich selber. Das sind zum Beispiel die Zimmer von den Favoriten gewesen. Ah, das sind die Favoritenzimmer? Da waren sozusagen die Top-Chicks waren hier oben untergebracht. Das war ein Pool? Das war das ganze Ding. Der Mann hat hier mit Wasser. Der Sultan hat wahrscheinlich immer einen auf dicke Hose gemacht. Was ist hier schön hier oben auf die Balustrade gestellt? Oder? So, hier geht's wieder raus aus dem Harem. Aus dem Harem, ja? Mhm. Okay. Zum zweiten Hof vom Topkapalast. Sesam öffnen. Okay. So. Guck mal, da sind noch drei. Ja. Das war im Prinzip das Wichtigste aus dem Sultanpalast. Schatz, kann man so sparen bei uns. Wir haben das Wichtigste gesehen. Ja, das sind die Prinzeninseln. Ja, wenn man genau hinhört, hört man es auch heute noch. Ich wäre so gerne Millionär. Und hinten, da drüben ist Asien, oder? Da ist ja Asien. Ja, da ist der große Hafen. Und da hinten ist der Bosporus. Da ist die große Bosporusbrücke. Mit Hängebrücke aus dem Jahre 1973. Hoffen wir mal, dass das stimmt. So, hier war die Partyzone des Sultans. In diesem Sinne verabschieden wir uns hier aus dem Topkapi-Palast und von unserer kleinen Sightseeing-Tour und bedanken uns recht herzlich bei unserem Maskottchen, dem Ögi. Vielen Dank. Gern geschehen. So. Ihr seid alle herzlich eingeladen, nochmal in die Türkei. Und die Geschichte mit dem Sultan glaubt ihr keinen Schwanz. Ja. 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 Sehr sehenswert, der Topkapi-Palast. Spreche ich das richtig aus eigentlich? Sehr gut, sehr gut. Topkappen? Topkappe. Das ist ein Topkappe. Hat das eine Bedeutung? Oder ist das nur ein Name? Das hat auch eine Bedeutung, aber es ist auch ein Name. hat auch eine Bedeutung. Die Bedeutung die, wäre? Die hätte Ihnen Sedat eigentlich erklären müssen. Das tue ich jetzt nicht, das kann er Ihnen dann anschließend nach der Sendung noch mal netter erklären. Weil Sie es nicht wissen oder weil Sie es nicht wollen? Nee, weil oder ist es verfänglich? Nee, es ist auch nicht verfänglich. Nee, aber es ist ein Name. Es ist ein Name, okay. Das ist. Aber Sie kennen sich schon auch hier aus mit allen Sehenswürdigkeiten, ich oder? Ich kenne mich auch schon aus. Ich bin zwar nicht Reiseführer, aber ich kenne mich doch schon aus. Da muss man auch eine Prüfung für machen. Ach, man muss eine richtige Reiseführerprüfung machen? Ja, natürlich, klar. Es gibt Reiseleiter und
es gibt einen Reiseführer und der muss sich in der ganzen Geschichte des Landes auskennen und muss auch eine Prüfung bestehen, die dann das Kultus- und Touristikministerium dem abnimmt. Ach, tatsächlich? Ach, tatsächlich. Und diese Bescheinigung kann man sich hier nicht gegen nötig Kleingeld auf dem Bazar besorgen? Gegen nötig Kleingeld auf dem Bazar geht nicht. Nein, das gibt es nicht. Mir persönlich gefällt das ja gut mit diesem Bazar. Also ich mag ja gerne handeln. Das macht ja tierisch Spaß. Nur wenn man keine Zeit hat, dann wird es halt lästig, weil es dauert halt einfach immer irgendeine halbe Stunde, bis man ein Kissen gekauft hat oder so. Ja, das ist wohl wahr, das stimmt. Ne? Na, man braucht viel Geduld, das ist richtig. Ja. Aber immer durchsetzen und immer viel handeln. Ja. Ich glaube auch, dass es fast unhöflich ist, wenn man das nicht tut. Also den Eindruck hatte ich auch. Ja, das ist unhöflich. Ja, die werden sauer, wenn man direkt den ersten Preis bezahlt. Ja, finde ich, ja, würde ich, ja, ist richtig. Und außerdem halten sie einen dann natürlich für ziemlich doof. Ja, ein bisschen, ja. Das kommt natürlich auch vor. Mhm. Ja, also vielen Dank für die interessanten Informationen. Vielen, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie uns ein bisschen geholfen haben. Vielen Dank Ihnen auch. Und vielen Dank, dass Sie so viel für Istanbul gemacht haben. Selbstverständlich, also das lohnt sich wirklich, hierher zu kommen. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Und vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, nicht nur Ihnen, Ihnen auch. Und Ihnen vor allen Dingen. Nina Oehler, meine Damen und Herren. Ich sehe gerade, da kommt eine kleine Barkasse vorbeigedengelt hier vorne. Das ist wahrscheinlich der gleiche Typ wie gestern Abend, der einfach gemerkt hat, dass hier oben eine Fernsehsendung ist, einfach mal zeigen will, was sein Schlepper drauf hat. Sehen Sie den da vorne? Pass auf, jetzt gibt er Gas. Achtung. Naja, ist ein anderer. Gestern, der hat hier voll den Stenz gemacht. Da ist einer mit so einem Bötchen lang gefahren und hat hier gesehen, dass ich auf dem Balkon stehe und hat er erstmal So, meine Damen und Herren, jetzt kommt eine weitere junge Frau zu uns, die hier die Landessprache beherrscht und gleich als Dolmetscherin tätig sein wird, wenn der Beyaz zu uns kommt. Begrüße Sie recht herzlich, Viva-Moderatorin Gülcan. Wir müssen erst noch mal gucken, was der Elton macht, ob der noch einen Fisch gefangen hat. Ja, der langsam, noch, ne? Langsam bricht hier die Nacht herein. So, kann ich die Kamera noch mal haben, hier die Spezialkamera? Dann kann ich noch mal sehen, ob ich noch Elton noch finde. Elton, kannst du mich hören? Sollen wir auf Balkon gehen? Kann er mich hören? Elton! Elton! Was? Ja! Ah, jetzt sehe ich dich! Und? Sorry, ich bin einen kurzen Moment eingeschlafen. Ja. Wie sieht's aus? Ich bin einen Moment eingeschlafen, tut mir leid. Wie sieht's aus auf der Brücke? Ja, merkwürdigerweise haben die Kollegen neben mir schon ordentlich was gefangen da im Eimer, aber ich noch nicht. Ja, woran liegt es? Was? Woran das liegt? Das hab ich keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach ein schlechter Angler. Man muss ja leise sein. Hat der Kollege dir neben dir denn geholfen? Hat er dir einen Trick verraten? Ja, er hat ein paar Tricks verraten. Er hat sich aber auch schon ganz schwer verletzt, weil das Gefährliche hier ist ja, hier fahren ja auch die Fähren durch. Und wenn man da nicht rechtzeitig seine Angel reinholt, dann passiert Folgendes. Können Sie mal kommen? Ihnen hier die Hand zeigen. Hier. Zeig mal her hier. Hier, da reißt man sich nämlich die ganzen Hände auf, weil die nehmen dann die Sehne mit. Das ist nicht sehr schön hier, die Angelsehne. Unfassbar. Was sind denn das für Fische, die der gefangen hat? Ja, das weiß ich. Ich kann doch kein Türkisch. Sehr, sehr blöde Frage. Ja. Was sind das für Fische? Sehr schön, sehr schön. Ja, sehr, sehr schöne Fische sind das. Gülcan, was heißt denn? Ich habe gerade schlechten Funkkontakt zu euch, deswegen kann ich euch schlecht hören. Gülcan, was heißt denn? Welche Fische? Welche Fische? Was sind das für Fische? Hange balıkları yakaladınız. Ja, noch schneller. Ja, das war langsam. Also nochmal. Hange. 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 Balıkları. Balıklını. Yakaladınız. Yenisiniz. Nein, nein, nein. No English. Ja, no English. Da kommen wir nicht weiter, glaube ich. Den Platz. Elton, du sollst doch nicht mit ihm Englisch sprechen. Ja, Entschuldigung. Sorry. Ja. Vielleicht kannst du ihm einen Fisch abkaufen. Ja. Frag ihn mal, was einer kostet. How much, versteht er? How much is the fish? Scooter. Vielleicht mal auf Türkisch? Vierte? Ja, genau. 5 Millionen. Spuck nicht so. Einer? 5 Millionen? Einer, 5 Millionen? 5 Millionen, für fast einer. Für einen oder für alle? Für einen, für Bier. Bier? Bier, 5 Millionen. Bir tane mi, hepsi mi? 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, ich glaube, der ist schon ein bisschen angetrunken. 5 Millionen. Ja, Elton. Für einen. 5 Millionen. Ja, ja. Okay, Elton, mach mal, du willst. Ja? Ich sehe, du bist. Ich bring nicht, gleich mal ein paar Fische ja, mit. Ja, ich sehe, du bist nicht fähig, Fische zu fangen. Ja. Elton, meine Damen und Herren, auf der Galata-Brücke. Tschüss. Inmitten von Istanbul. Hast du. Guckst du in Deutschland auch türkisches Fernsehen eigentlich? Ja, ab und zu schon. Also seitdem ich in Köln wohne, habe ich jetzt so ein paar Kanäle und da kann ich auch gucken. Welche Kanäle kriegst du? Ich habe Kanal D. Ich habe, ja, da wo der Bär seine Show hat. Seine Show macht, ja. Dann habe ich noch TRT Int, das haben aber alle. Was? TRT Int, Türk Radio Television International. Ach, TRT? Ja, genau, TRT. Okay, TRT Int. ATV habe ich und noch so zwei oder ein. Wie viele türkische Fernsehsender gibt es? Hast du einen Überblick? Ich glaube so 10, 15, 20. Mehr? 30. Ja. 30. Ja, hier wird selbst gehandelt, wie viele Fernsehsender man hat. 10, 20, komm. Nee, nichts 10, zu wenig. 30. Ja, ich gebe 5. Hast du einen favorisierten Sender? Was ist so der erfolgreiche Sender ist ja Kanal D. Nee, ich gucke das auch wirklich. Also ich gucke ganz auf Kanal D, weil das auch so, da gibt es auch viel Klatsch und Tratsch und da kann man mal hören, was die ganzen Stars hier so machen. Und dann, ja. Die sind dann auch in den Wohnungen drin und verfolgen die. Diesen, also die Paparazzi hier in Deutschland sind so ein bisschen, in der Türkei sind härter als in Deutschland. Aha, und der Beyaz selber ist ja auch eine bekannte Showgröße hier. Ja, ist auf jeden Fall. Der macht so alles, der singt, der Schauspieler. Der macht alles, der hat mehrere Fernsehshows, der hat eine eigene Sitcom, der hat eine eigene Gameshow, der hat eine Fernsehshow, der singt, der macht Stand-Up-Comedy. Genau, hat er auch schon in Deutschland gemacht und heute Abend ist er mit Sezen Aksu auf der Bühne. Also Sezen Aksu ist die größte türkische Sängerin seit 100 Jahren. Mit der tritt er gleich noch auf? Heute, ja, heute nach uns. Er hat unfassbar. Noch viel zu tun. Und jetzt ist er bei uns, meine Damen und Herren. Ja. Recht herzlichen Applaus für Beyaz. Welcome to the show. Herzlich willkommen. Okay. Beyaz spricht kein Deutsch oder auch wenig Englisch, deswegen wird Gülcan übersetzen. Ich helfe ein bisschen aus. Ja. Herzlich willkommen bei TV Total. TV Total, hoş geldin. Bir kişinin daha çevirmesi lazım. Er meint, es muss noch jemand übersetzen. Er hat es nicht verstanden. Ja. Es kam jedenfalls gut an. Ja. Unser Publikum versteht Türkisch. Was hat er gesagt? Ein Mann, das muss noch jemand übersetzen für ihn. Er hat es noch nicht verstanden. Ach so, er hat es nicht verstanden. Okay, okay, verstehe. Ja, wir waren ja beim Beyaz zu Gast in der Show. Mhm. Und uns ist aufgefallen, er hat denselben Schreibtisch wie wir. Auch fahrbar, von rechts nach links. Senin Show'una geldi Cuma günde. O da farkındaydı yani sahne aynı onunkini andırıyor azıcık. Evet, buna biz de çok şaşırdık. Uzaklarda olmamıza rağmen aynı sahneyi yapmış olmak bizi de çok şaşırttı yani gerçekten de. Er war auch sehr verwundert, dass du auch die gleiche Bühne hast. Also wusste er nicht und er ist aus allen Wolken gefallen. Ja, also purer Zufall. Purer Zufall. Und schreibt sich der von links nach rechts fährt. Okay, ja, verstehe. Ja. Şunu söyleyeyim ben. Ben Türkiye'den özellikle hani talk show yapan birisi olarak dünya televizyonlarında seyrettiğim bütün talk show'lar arasında Stefan'ınki benim için bir numara. Onun için biz kendi ekibimizle beraber Stefan'ın programını tamamen örnek alıyoruz. Onun gibi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Türkiye'de. Ya, also... Also er schaut sich alle Talkshow-Sendungen auf der ganzen Welt an und hat schon einiges gesehen, aber deine ist die Nummer 1, hat er gesagt. Und deswegen hat er so ein bisschen was abgeguckt und sein Team zusammen. Okay. Ja. Wir machen erstmal ein kleines bisschen Werbung und nach der Werbung sehen Sie dann, wie ich zusammen mit Max in der Beyaz-Show war, letzten Freitagabend. Und der Beyaz bleibt natürlich weiter und bei uns und die Gülcan, also bleiben Sie dran, bis gleich, dann sehen Sie das. We'll be right back.
Özcan bei uns zu Gast und Beyaz, ein Superstar in der Türkei, bei dem ich mit Max zusammen in der Sendung zu Gast war. Und die Titelmelodie von seiner Sendung ist Anton aus Tirol, ja, aber mit einem türkischen Text. War das seine Idee? Senin fikri miydi yani sen şu başlarken Anton aus Tirol'un Türkçesini göstermeye? Evet evet benim fikrimdi. Yani buradan okumayı mı diyorsunuz? Yok yok Anton aus Tirol başlıyor ya şimdi şu an. Dans ediyorsun. Evet, evet. Ha şey müziği, müziği diyorsunuz. Ama evet. Türkçe konuşarak. Tabii bizim yönetmenimiz var. Stefan Tanıştı. Oğuz Koloğlu. Bir de mizah grubumuz var ama o daha çok Oğuz'un fikriydi. Bizim yönetmenimizin fikri. Çünkü bizim yönetmenimiz yıllarca Almanya'da okul okumuş. Üniversiteyi falan orada bitirdiği için çok iyi biliyor Almanya'yı. Onun fikriydi daha çok. Es war ein Kollege namens Oğuz, der in Deutschland studiert hat, auf der Uni war und das war auch seine Idee, das dann so hinzubasteln. Ah, okay. Kann ich mir mal die Ukulele rübergeben? Ukulele? Das hast du wieder müssen. Okay. Kann er mal den türkischen Text singen von Anton aus Tirol? Da kommt nämlich, das heißt nicht Anton aus Tirol, sondern heißt der Beyaz aus der Türkei, heißt das hier. Hallo. Was soll der? Er hat vergessen. You know the words? Wait. Okay? Da, 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 da. Okay, eins. Bier. Iki. Bier. Nee, da, schnell. Ah, tamam, okay. Okay? La, 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 okay. Bir, iki, bir, iki, üç, la, la, la. Lensmez değil, gözler mavi, boyumda 1.87. Ayak 43, beden 50, mükemmelim desem yeri. Lensmez değil, gözler mavi, boyumda 1.87. Ayak 43, beden 50, mükemmelim desem yeri. Beyaz! Ja, und ja. Weißt du, was er da singt? Nee, was singt er? Er ist 1,82 groß und über seine Schuhgröße und die Augen sind echt blau und so. Er singt nur über sich so. Ach so. Ja, kannst mal sehen. Und jetzt, meine Damen und Herren, sehen Sie, was Max und ich in der Beyaz-Show erlebt haben. Hier ist unser kleiner Bericht von unserem Auftritt in der Beyaz-Show, hier letzten Freitag in der Türkei. So, wir sind jetzt hier bei Kanal D. Das ist der Programmdirektor, Oğuz Koloğlu. Koloğlu. Ja. Wir machen mal einen kleinen Rundgang hier, ja, im Kanal D. Das ist der größte Privatsender in der Türkei, oder? Der größte Privatsender in der Türkei. Alles klar, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Denn heute Abend ist Max mit mir zusammen zu Gast in der Beyaz-Show. Und Beyaz ist hier eine der erfolgreichsten Sendungen, oder? Ja, ist eine der Beste. Ja. Also ich kann auch sagen, best die Beste. Der Beste? Der Beste, ja. Okay, wir gehen eh nur zu den Besten. Das ist also das Studio der Beyaz-Show, der besten, der coolsten, der hipsten Show des türkischen Fernsehens. Ah, this is the stage here, das ist die Bühne. Ja, das ist die Bühne. Aha. Diese Bühne haben wir in Deutschland in einem Programm gesehen. Ja. Das ist TV Total. Ach so, wie, das kann auch fahren hier? Ja. Ach, die Bühne fährt auch? Aber ich weiß nicht. Das habt ihr einfach bei uns abgeguckt? Ja. Jetzt nicht, aber... Ach, auch mit so einem Joystick? Ja, ja. Genau wie bei uns. Ja, genau. Habt ihr einfach gesehen und... Ja. Einfach raubkopiert. Ja, Raubkopie. Ja, super, oder? Bin ich aber stolz. Ja, der Chef ist stolz und muss dann aber auch schon in die Maske. Es ist nicht mehr lang. Show hat sich ein bisschen verzögert, kommt jetzt ungefähr eine Stunde später. Aber ist egal hier, macht nichts. So, bin ich mal gespannt, ob die mich kennen hier. Ich glaube, die freuen sich total auf mich. Kleinen Moment, Elton, check das mal. Merhaba, hallo. Merhaba. Do you know Stefan Raab? No. Wada hade dude da? Nein. Hier ist, glaube ich, hier der Praktikant der Beyaz Show. Sieht mir ein bisschen ähnlich. Ja, hat er gesagt. Ist er. Er macht den Job auch sehr gerne. Stefan Raab. Max. Naja, noch ist er relativ unbekannt, aber ich glaube, nach der Show, nach dem phänomenalen Auftritt, wird Max in aller Munde sein, ne?
Evet. Menschenmassen beim Einlass, Schlangen ohne Ende. Klar, jeder will dabei sein bei der, Sie wissen schon, besten, coolsten, hipsten Show des türkischen Fernsehens, die so cool ist, dass es den Zuschauern sogar egal ist, dass man auf dem Boden sitzen muss. Hauptsache, man sieht ihn hier, Beyaz, und der freut sich bisher als einziger auf Steffen Rath. Der Chef ist auch schon ganz aufgeregt. Dann endlich geht es los. Live von Türkei Television. Wir haben noch 3 Minuten. Noch 3 Minuten? Dann ist mal, die holen einen mal wirklich, wenn es eng wird. Nicht bei uns, 20 Minuten vorher. Ja, 3 Minuten. Dann kommen die völlig verschwitzt an und sagen, wir müssen ganz schnell, wir sind gleich live. Und er trifft Beyaz hinter der Bühne. Das ist der Chef hier, das ist Beyaz. Er ist der Star of the Show. Ja, ist, aber ich gehe heute als Erster raus. Wenn ich Anton aus Tirol höre, ist mein Zeichen, gehe ich raus. Okay, warte, fertig. Okay. Das ist sein Move hier. Das ist der Beyaz Move. Da rasten die Leute aus, wenn er so rauskommt. Wie sieht's aus? Dann ist es soweit. Die beste, coolste, hipste Show des türkischen Fernsehens beginnt mit einem Intro, da sage ich nur Respekt. Der fahrende Schreibtisch war ja von uns, aber kennen wir das hier nicht auch aus der Bulli-Parade? Und die Musik, die habe ich doch auch schon mal gehört. Dankeschön. Hallo. Hallo, mein Name ist Steffen Rath, ich komme aus Deutschland und jetzt jetzt kommt euer Gastgeber, hier ist Beyaz. Evet, Neslihan Damızoğlu'nun Stefan'a hoş geldin diyelim. Wir könnten das natürlich jetzt übersetzen, lassen wir aber. Der Chef hat ja auch nichts verstanden. Zum Glück gibt es aber eines, was alle verstehen. Musik. Aber Stefan Raab wäre nicht Stefan Raab, wenn er sich nicht noch was Besonderes ausgedacht hätte. Und so haben Stefan und Max natürlich noch eine Überraschung mitgebracht. Damit haben wir die Türken wohl endgültig auf unserer Seite. Danke, Beyaz. Das war unser kleiner Auftritt in der Beyaz-Show. Ja, oder? Hat er den Tanz erfunden, den Beyaz-Tanz? Sen mi onu ilk düşündün, o dansı böyle? Ben 70'lerin danslarını çok severim. 60'lar, 70'ler, o civarın danslarını. Onun için oradan kalan bir şeydir yani bizde. Ben geçmişi çok severim daha doğrusu. Onun için mesela biz Alman kültürüyle de biraz büyüdük. Yani Alman televizyonlarını çok seyrettik bir dönem. Wahnsinn! Was sagt ihr? Also er meinte, das ist ja auch irgendwie von der Historie, von den Deutschen abgeguckt. Und er ist so der 60er, ne? Kann ich tanzen und so. Er ist so 60er, 70er Fan und da hat er so. Alman televizyonlarındaki her şeyi seyrettik yani. Yani haberi olsun. Tamam, ben anlattım da. Was sagt ihr? Er hat damals auch früher alles geguckt, was es so aus den deutschen Kanälen gab, also auch nachts. Sollen wir, auch nachts? Ja. Sollen wir gerade mal probieren? Sollen wir gerade mal probieren, together? Was denn? Den Tanz. Ach so, okay. Ja, okay. Beyaz, Gülşah und ich. Okay. Tamam, bu arada benim bir hediyem var kendisine. Türkiye'de en çok içilen gazozlardan bir tanesi. Das ist so die türkische Sprite. Ja, türkische Sprite. Ah, vielen Dank. Und was soll ich trinken? Das ist ein Geschenk.
ein Geschenk. Die Özelliği var. Çok sevildiği ve çok içildiği için yarısı da içilmiş gördüğünüz gibi. Evet. Ja, genau, weil es so beliebt ist und alle das trinken wollen, ist die Hälfte auch schon leider weg. Also okay, schade. Ja, vielen Dank. Okay, eins, zwei, ich mache gerade mal den Tanz, okay? One, two, three, four. Elton, hast du was gefangen? Nee, noch nicht so wirklich. Okay, dann. Aber ich wollte Beas noch was sagen. Was denn? Gößlerin Çokgüzel. Ja. Ja, da kann ich nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank, Elton. Ja, das war's schon für heute. Jetzt kommt nach TV Total kommt direkt Biz. Und morgen, meine Damen und Herren, wieder Istanbul Total live hier vom Bosporus. Und morgen ist bei uns zu Gast der türkische Superstar Mustafa Sandal. Und, ja, und Ersin Achalalalala. So, das war's für heute. Vielen Dank, Gülcan. Vielen Dank, Beyaz. Thank you very much. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, nach Deutschland.